So, und da sind wir auch schon wieder bei Tales of Eternia. Nachdem wir jetzt endlich in Peruti angekommen sind und wir festgestellt haben, dass die Stadt und die ganze Gegend wohl unter einer absoluten Eiseskälte landet, mal ganz abgesehen davon, dass die Musik, die hier spielt, absolut psychic ist. Ich bin mal ganz kurz ruhig, damit ihr das selber hören könnt. So. Ja, ich denke mal, ihr habt es jetzt gerade selber hören können, wenn ihr den Ton noch ein bisschen lauter gedreht habt, falls es zu leise war, weil bei mir ist es nämlich auch gerade nicht laut. Aber das ist echt schon fast aus dem Horrorfilm nehmbar. Ich fühle mich ziemlich mies, euch das zu sagen. Gerade weil ihr hier jetzt komplett rausgekommen seid. Aber ich habe euch keinen Fisch zu verkaufen. Der Hafen ist tiefgefroren, also kann ich auch nicht zum Angeln gehen. Klingt logisch. Ich wollte aber eigentlich keinen Fisch, ich wollte eigentlich nur gucken, ob man Kiel bei dir aufwärmen kann, aber naja, wohl nicht. Was haben wir denn hier? Ich habe gehört, dass Ifrit, der Pirat, einst unzählige Verstecke auf dem Meeresgrund gehabt hat, wo er seine Schätze aufbewahrt. Das ist doch mal ein Hinweis. Das sollte man sich auf jeden Fall merken. Aber man sieht echt, das ist echt abnormal, also. Wer auch immer hier auf so eine Kälte steht. Man hört sogar die Schritte im Schnee. Hier ist es warm. Lass uns reingehen. Na, danke, dass man mich auch nach meiner Meinung fragt. Aber was soll's, solange es warm ist. So warm. Oh, fühlst du dich besser? Warum ist es hier so abnormal kalt? Und warum isst oder trinkt hier niemand? Warum fragen wir nicht einfach ein wenig rum? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Gut, wir sollen wirklich erstmal rumfragen. Ich fühle mich ziemlich mies, euch das zu sagen, aber ich habe nichts, was ich euch servieren könnte. Nicht nur, dass wir knapp beim Essen sind, der Koch ist auch noch weggerannt. Okay. Es gibt ein Gerücht, was umgeht, dass der Eiskreml, welcher im Norden auf einem Berg lebt, erzürnt ist. Natürlich ist es nur ein Gerücht. Jeder, der bisher zu dem Berg gegangen ist, um das zu überprüfen, ist nicht zurückgekommen. Und niemand weiß, was wirklich los ist. Also was machen wir jetzt? Der Eiskreml. Wir sollten hingehen und den Eiskreml treffen. Vielleicht könnten wir sie zur Mitarbeit überreden. Denkt ihr wirklich, dass das möglich ist? Wenn der Eiskreml eine ganze Stadt einfrieren kann, woher willst du dann wissen, was er mit uns macht? Wir haben doch eh keine andere Wahl. Die Leute von Peruti werden hier zu Tode gefrieren, wenn wir nicht irgendwas unternehmen. Ja, du hast wohl recht. Wir werden zum Berg gehen. Seid ihr euch da sicher? Es ist eisig kalt da draußen, ihr werdet das nicht überleben. Wir werden schon klarkommen. Wir haben schon härteres durch. Ne, wir werden nur härter werden, wenn sonst nichts. Dann solltet ihr euch schon gescheit ausrüsten. Geht zum Mountain Gear Shop in der Nähe und kauft euch Schneeklamotten. Und viel Glück. Werden wir auf jeden Fall machen, werden wir auf jeden Fall machen. Dann schauen wir doch mal nach. Mountain Gear Shop, das ist dann wahrscheinlich das Ding hier. Adetuzu. Kalter Stahl in eurer Hand, das hört sich so an wie ein schöner Waffenladen, aber die Preise. Okay, Reed braucht das Ding zum Glück ja nicht. Tag 400, aber für irgendjemanden, den wir nicht dabei haben, okay. Ja, die Bloody Rope haben wir zum Glück schon, die haben wir ja gefunden. Ribbon. Old Bracelet, hier gibt es scheinbar auch gleich die Rüstung mit, also wenigstens nicht hier 20.000 getrennte Läden. Schauen wir erstmal Plate Mail. Brauchen wir eine. Und damit sind wir dann schon fast pleite. Auch nicht lustig. Gold Bracelet. Omega Shield ist schlechter. Dann haben wir hier noch Crystal Shell, das wäre natürlich jetzt ein Handschuh, der aber relativ egal ist. Javelin, ja, mit Schatten. Nee. Destroyer wäre auch besser. Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer. Okay.
Nehmen wir mit oder nicht? Nehmen wir mit oder nicht? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Schauen wir mal, dass wir unsere Damen und so weiter hier noch ein bisschen ausrüsten können. Schauen wir mal, wie viel Verteidigung. 16, 8. Gut. Dann bietet sich es eigentlich an, dass wir wirklich erstmal hier Stirnbänder kaufen. Genau. So, dann wollen wir nochmal ausrüsten. Dann werde ich auch mal hier wirklich doch die alten Sachen ein bisschen verkaufen. So, erstmal Meridy. Du bist später dran. Du hast nichts Neues. Aber für ihn, man sieht ja schon, wir haben die ganzen Rüstungen da. Bisschen ausweichen runter, na okay, damit kann man leben. Sonst hatten wir für ihn nichts, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Maximale TP plus 30, mehr Geld. Physical Damage bei 10, ja, sie ist halt mehr als tanky gebaut, sag ich jetzt mal. Getaway Speed. Ja, eigentlich passt das so. Ja, nee. Was habe ich denn jetzt dafür rausgeschmissen? Ah. Ja, ich bin echt intelligent. So, so müsste es passen. Schauen wir nochmal, was wir verkaufen können. Rabbit's Foot behalten wir. Moon Crystal behalten wir auf jeden Fall auch. Emerald Ring behalten wir auch. Ja, den auch. Ich schaue halt, dass wir hier irgendwelche Sachen haben, wie hier zum Beispiel Protect Ring, ja. Leather Cape, Thieves Cape. Eigentlich wollte ich ja Sachen davon jeweils behalten, aber irgendwie lohnt sich das gerade echt nicht. Deswegen werden jetzt auch echt mal alte Rüstungen hier verkauft, um echt mal ein bisschen Kohle reinzukriegen. Und sonst echt witzlos ist die ganze Zeit, sich die Taschen damit zuzumüllen. Vor allen Dingen, weil die Sachen teilweise echt schon so alt sind, dass selbst wenn jetzt ein neuer Charakter dazukommen würde, wir Verluste machen würden. Das Schild ist echt besser? Muss ich aber noch mal gucken. Round Shield, Square Shield, Feuerattribut. Das behalte ich doch noch mal. Storm hatte Wind. Das ist nur das Holzschild. Kristallrobe kann auch weg. Die kann weg, die kann weg, die kann weg. Man merkt schon, wir haben echt eine ganze Menge Schrott in der Tasche, was man nicht mehr braucht. Chainmail braucht auch keiner, das auch nicht. Oh Mann. Kommt hier sogar echt noch ein bisschen was an Geld zusammen. Normale Flöte, Großschwert. Hat kein Element, kann weg. Stahlschwert auch. Die alten Fäuste. Needle Glove haben wir sogar zweimal übrig. Poison Zorn. Ja, egal. Ob er jetzt vergiften konnte oder nicht, brauchen wir ja eigentlich nicht wirklich. Wenn. Der ist ein. Na, egal. Ist schlechter. Salter Dagger. Wind, den behalten wir mal. Gnome Pick halten wir. Hydra Dagger halten wir. Die Rod kann aber weg. Ruby Wand. Heavy Grave ist sowieso wesentlich schlechter. Polex auch. Warhammer. Mace. Battle Axe, weil wir sind ja jetzt schon eher so in diesem Bereich, sag ich jetzt mal. Arc Wind halten wir auch mal fest. Ich will nach Möglichkeit die Waffen festhalten, die elementargebunden sind. Weil man ja da wirklich nie wissen kann, wann man sie mal brauchen kann. Ranseur kann auch weg, Shortlands kann weg. Speer auch, der Trident, den behalten wir mal, weil er Element hat. Dowblade, Earthblade bleibt auf jeden Fall. Das Ding ist ja generell nicht schlecht, auch weil es Erdattribut hat. Nightsaber kann weg. Obwohl, Earthblade haben wir zweimal. Halten wir trotzdem mal. Wer weiß, wer weiß. Rapier kann weg. Das Ding auch. Das Ding auch. Jetzt kommen wir schon zu den normalen Items. Aber man sieht, da gab es jetzt auf jeden Fall dick, dick Kohle für. Dann sehen wir noch, den Trident könnten wir hier sogar kaufen. Brauchen wir zum Glück nicht. Demon Javelin für Schatten brauchen wir. Ja, könnten wir kaufen. Aber erstmal sind andere Sachen wichtiger. Vor allem nämlich Rüstung. Omega Shield war schlechter. Gold Bracelet brauchen wir zwei. Eine Ribbon brauchen wir noch. Plate Mail haben wir. Jetzt kann man theoretisch noch weitermachen, aber ich weiß auch nicht. Bei Kiel lohnt es sich einfach nicht, die Waffen zu kaufen. Bei Pharah wäre es noch sinnvoll. Und dann könnte man den Demon Javelin noch mitnehmen, weil er halt auch ein Element hat. So. Schauen wir, jetzt haben wir nämlich nur noch Elementwaffen. Das ist auf jeden Fall angenehm. So, da haben wir dann nochmal, oh ja,
Das rechnet sich auf jeden Fall raus. Wo haben wir sein Gold Bracelet genau? Haben wir auch noch? Gott, wir sind echt lange mit altem Zeug rumgerannt. Gold Circlet hast du ja. Schleife brauchst du noch, genau. Und das war's dann soweit auch erstmal. Jetzt können wir den Rest davon, glaube ich, noch verkaufen. Ja, komm, die Ledercapes und so weiter hier und Thiefcapes können wir, glaube ich, auch verkaufen. Wir haben ja auch kein Element oder irgendwie was, was es bringt. Water Cloud und so weiter, die Sachen behalten wir aber genauso wie den ganzen Talismane. Circle kann weg, Stripped Ribbon kann weg, Mental Bracelet, ja. Das sind halt alles dann so Sachen. Die Kitchen Mittens behalte ich allerdings, weil die haben Feuerattribut. Die Küchenhandschuhe. Genauso wie das Red Shield, da wollte ich ja auch bei Reed nachgucken, ganz genau. Square Sheet, weil es Feuer hat, Storm, weil Wind, Ghost Shell ist klar, das passt so. Dann schauen wir doch jetzt bei Reed nochmal nach, weil mich überrascht das echt. Ja, das ist echt besser. Okay, hast du irgendwas? Ne, dann können wir dich nämlich auch noch verkaufen. Zack, 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 Fein Shield, da haben wir es doch. Das kann er mal weg, danke. Ja, wir kommen irgendwann schon wieder. Möchten wir dann Hinweise in Kampftechniken haben? Natürlich. Wer sich das jetzt genau durchlesen möchte, kann das Video natürlich gerne da pausieren. Aber ich werde mir das auf jeden Fall nicht antun. Dann sind wir eigentlich auch schon fast abreisefertig. Tap, 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 tap. Geht's jetzt? Nee, aber da ist noch jemand. Jo, hallo. Dies ist der Mountain Gear Shop. Viel Glück bei euch auf einem Aufstieg. Und tschüss. Gut, das heißt, wir haben uns zwar gerade eingekauft, aber kriegen jetzt gesagt, dass wir im ganz falschen Laden waren. Willkommen. Seid ihr die Verrückten, die Mount Celsius beklettern wollen? Woher weißt du von uns? Sucht euch aus, was immer ihr wollt. Es wurde schon für alles von Gaston bezahlt. Gaston? Der Mann, den wir gerade getroffen hatten? Ich glaube, wir schulden ihm was. Hui, lass mal schauen, was soll Mary die nehmen? Na, wir können... Naja, wir können es auch einfach erstmal nutzen. Ja, ich denke, das wird schon nicht schlimm sein. Alle Klamotten, die wir aussuchen, müssen warm und komfortabel sein. Nehmt, was immer ihr wollt. Und jetzt geht der Spaß richtig los. Mit so vielen Sachen kann Mary sich einfach nicht entscheiden. Ne? Ich bevorzuge eigentlich die Sachen, die ziemlich warm und bequem sind. Okay. Kiel. Ich frage mich, ob es hier irgendwas gibt, was wirklich nach mir ist. Ja, jetzt sind die drei in den Kabinen. Was sollen wir machen? Genau, wir sollen die Sachen aussuchen, um sie dann den Leuten zu geben zum Anziehen. Jetzt könnten wir natürlich fies sein. Wir nehmen mal das Kitty-Kostüm. Und geben das mal Farrah zum Anziehen. Wie sieht's denn aus? So, reingegeben. Was denkst du? Reed, hör auf, Spaß zu machen! Ja, wir dürfen nämlich das leider nicht sehen. Ja, wir können also immer, wir können uns eine Sache aussuchen und uns danach dann entscheiden, wer das anprobieren soll und müssen so quasi jetzt nach und nach die Leute einkleiden. Also Heavy Cloak, ein schwerer Umhang, der kann eigentlich nur für Kiel sein. Sag mal. Ist eigentlich auch das einzig Logische, würde ich jetzt mal sagen. Und, hast dich entschieden? Hey, nicht schlecht. Gut, damit haben wir schon mal Beispiel Nummer 1. Das ist es.
Solange es die Kälte abhält, nee, es hält die Kälte gut ab und lässt mich trotzdem frei atmen. Der Stoff bietet Schutz vor beiden Gegnern und den Elementen und erlaubt trotzdem maximale Mobilität. Na, das Design und die Farbe sind zwar Geschmackssache, aber es sollte passen. Alles klar, das ist es also. Gut, das Gemeine ist jetzt, wir auch noch hier hingehen können. Jetzt könnten wir zum Beispiel noch das Santa-Kostüm nehmen, aber ich denke, das ist falsch. Nee, ich würde gerne nochmal hier dran. Affenkostüm. Nein. Diebesoutfit? Nein. Definitiv für keinen von uns. Abendkleid? Nein. Ja, man merkt gerade auch. Schauen wir mal. Trenchcoat. Könnte sogar wirklich fast was für Farrah sein. Wollen wir mal schauen, ob Farrah das mag. Nein. Na, ja, das ist für Männer. War irgendwie auch zu befürchten. Gut, dann hängen wir das mal wieder zurück. Und da gab es hier auch noch was? Ja, natürlich gab es da noch was. Da haben wir das Bunny-Kostüm. Naja, ein Poncho wird wahrscheinlich ein bisschen zu kalt sein. Leatherman-Jacket. Schauen wir mal. Das ist wirklich auch so teilweise ein Try-and-Error, wenn man es nicht weiß. Aber natürlich auch kein Bunny-Kostüm. Ich möchte irgendwas Bequemes. Okay. Kriegst du ja. So. Gibt es denn hier noch irgendwas anders? Poncho, komm. Probieren wir es einfach. Entweder bei ihr oder bei Farrah. Ich meine mich zu erinnern, dass einer einen Poncho tragen wollte. Na, was denkst du? Ha. Das könnte sogar noch klappen. Okay. Oh, das ist warm und fluffig. Ich nehme das. Danke dir, Reed. So, jetzt haben wir hier raus aber noch nichts. Down Jacket. Eine Down Jacke. Komm. Oh, mal schauen, ob Mary das mag. Ja, sehr schön. Gut, damit haben wir die ganzen Leute dann hier wenigstens auch eingekleidet. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Mary, die fühlt sich wie ein Schneemann. Hey, das sieht ziemlich gut aus. Wirklich? Danke, Reed. Aber ist das nicht ein wenig zu eng für dich, Mary? Nein, nein, nicht wirklich. Wank. Es ist zu heiß. Ich glaube, ich falle gleich in Ohnmacht. Okay, also die Daunenjacke war ihr eindeutig zu warm. Dann wollen wir noch mal schauen. Nehmen wir mal das Kitty-Kostüm. Mal schauen, vielleicht kommt Mary ja mit den Klamotten hier raus, auch wenn ich es irgendwie nicht glaube. Einfach mal aus Spaß probiert. Also die Daunenjacke war ihr eindeutig zu warm. Mary mag irgendwie alles, was wir hier geben, kann das sein? Okay. Mary, die ist eine Katze. Miau. Ja. Sorry, Mary. Schieb rein. Ich werde dir was anderes besorgen. Miau. Das ist echt eigentlich eine lustige Sache. Dass man Mary hier fast alles anziehen kann. Gut, legen wir es mal wieder zurück. Schauen wir mal, was wir hier denn noch so haben. Das Bunny-Kostüm. Ja, ich mache mir jetzt Richtung Ende des Videos noch ein paar kleine Späßchen mit Meridy. So fies, wie es auch ist. Nein, das mag sie definitiv nicht. Mann, will echt keiner anziehen. Gut, schauen wir mal nach. Leatherman Jacket. Also, die Daunenjacke war ihr zu warm. Cape. Nehmen wir es einfach mal mit einem Umhang. Vielleicht ist ihr das ja nicht zu warm. Zumindest mag sie es.
Aber ob das jetzt das Richtige ist, ist eine andere Frage. Ja, das ist das Richtige. Marilyn möchte das Ding. Oh, einen Umhang. Und er ist so warm. Danke, Reed. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was möchte ich? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Okay. Kriegt irgendwas gebracht. Wie wäre es denn mit irgendwas wie diesem? Okay. Steht dir ziemlich gut. Danke. Naja, zumindest sind wir dick eingepackt, so viel steht fest. Aber erst im nächsten Video werden wir uns dann wirklich auf den Weg Richtung Mount Celsius machen. Bis dahin, alles Gute und tschö, tschö.